So sieht's aus, Freunde. Willkommen. Neues Skill-Video am Start. Und zwar, ja, ein zweiter Teil des Skill-Videos. Und zwar skillen wir heute mal den anderen Weg von Fruno. Krachen und brennen. Ja, so sieht's aus. Was ist das denn? Habe ich gar nicht draufgestellt. Was ist hier los, ey? Gerade Trap Shadow, ne, zeigt er mir an, dass da die Figur kaputt ist. Jetzt Barclay, der ist, Freunde, der ist doch nicht mal in der Nähe. Was ist dir los? Was ist das denn hier? Komisch. Naja, egal. So. Unbegreiflich, Freunde. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Wenn ja, ne? Ihr wisst, beschreibt mir bitte in die Kommentare. So. Dann, Freunde, würde ich sagen, fangen wir an. Wie üblich, die ersten beiden Attacken, ne, kennen wir sowieso schon. Die Rauferei und erhitzt. Einmal haben wir jetzt hier 26er Schaden mit den Fäusten und dann können wir uns hier erhitzen, die Fäuste. Dann zieht es 30 ab, also um 4 Schadenspunkte mehr. Und diese Erhitzung zieht natürlich dem Gegner auch nochmal jeweils 18 Schaden ab. So, den ersten Fruno hatten wir ja auf Brawler geskillt, weil ich ja unbedingt den Kampf gegen Terrorfin haben wollte, der ja mittlerweile auch schon hochgeladen ist. Und jetzt haben wir, Freunde, das Horn und das Schwein. Drücke 3, um Förder zu sprinten und Gegnern im Weg Schaden zuzufügen. Wenn er erhitzt ist, springt Fruno auf ein Motorrad, um Gegner in der Nähe Schaden zuzufügen. Also, werde ich euch jetzt einmal zeigen natürlich. So, unerhitzt macht er halt wie so ein Nashorn. Er gibt da ordentlich Gas mit seinem Horn, da seht ihr es nämlich. Zack, 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 ordentlich, Freunde. Zieht einmal 35er Schaden ab, aber wenn wir erhitzt sind, dann knallt er sich auf dem Motorrad. Und dann können wir hier durchballern mit 40er Schaden, was natürlich ordentlich effektiver ist, ist ja ganz klar, würde ich sagen. Und ja, das Motorrad können wir auch eine gewisse Zeit halten. So, jetzt gehen wir weiter und zwar zur nächsten Attacke. Und zwar lautet die robuste Statur. Erhöhte Gesundheit kommt vermutlich vom vielen auf den Boden schlagen. Also, wir haben jetzt mehr Gesundheit bekommen. So, und dann haben wir mehr Feuer. Drücke wiederholt Kreis, um einen Ausbruch zu starten und zu erhitzen. Ausbrüche haben jetzt erhöhte Reichweite und Schaden. Das sieht folgendermaßen aus. Oh, einmal gezeigt hier, Freunde. So, ihr seht es jetzt hier. Jetzt können wir sogar von hier schlagen. Zieht jetzt 24 statt 18 Schadenspunkte ab. Also hat sich um 6 Schadenspunkte die ganze Sachlage erhöht. So, da noch nicht. Da auch noch nicht. Ja, aber hier wieder, also ihr seht jetzt, größerer Radius des Angriffsbereiches, auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann machen wir mal spontan und gediegen weiter mit der nächsten Attacke, bevor wir nämlich zu dem unteren Weg hier kommen. Und zwar geschmolzene Wut. Alle Angriffe bewirken mehr Schaden, wenn du erhitzt bist. So, das Ganze, bevor wir den Weg wählen, sieht folgendermaßen aus. So, wir erhitzen uns einmal spontan hier. So, dann gehen wir mal Gas. Ihr seht es jetzt hier, 36er statt 30er Schaden. Heißt, hat sich nochmal um 6 Schadenspunkte erhöht. Und das aber nicht. Obwohl man erhitzt ist, trotzdem nur 40er Schaden. Habe ich in dem ersten Skill-Video auch nicht begriffen. Kann man nichts machen. Und hier, der Erhitzung zieht jetzt 24er Schadenspunkte ab. Ich glaube, das war sogar so gewesen. Naja, das war so. Alles klar. Also nur die Fäuste haben sich nochmal, wenn man erhitzt ist, um 6 Schadenspunkte erhöht. Jetzt kommen wir zu dem unteren Weg und zwar Frynos heißer Schuppen. Erlange neue starke Motorradfähigkeiten, die Gegnergruppen besiegen. Zack. Also Freunde, geben wir Gas. Geboren zum Reiten. Das Horn und das Schwein bringen immer ein geschmolzenes Motorrad. Okay. Heißt, egal, auch wenn wir jetzt Dreieck drücken, ohne Erhitzung, zieht es trotzdem 40er Schaden ab erstmal. Und wir holen trotzdem das Motorrad. Heißt, wir können gar nicht mehr ja, wie ein Nashorn auf die Gegner losrennen. Was ich sehr schade finde, aber egal, ne, so braucht man nicht erstmal diese Erhitzung machen, bevor man dann halt das Motorrad einsetzen kann. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Attacke. Und zwar lautet die heißer Schlitten. Alle Angriffe mit dem Motorrad bewirken mehr Schaden. Jo, das Ganze, Freunde, sieht folgendermaßen aus.
Jetzt haben wir statt 40er Schaden haben wir jetzt 55. Das heißt, es hat sich um 15 Schadenspunkte erhöht. Das ist natürlich schon mal eine ordentliche Summe. Also gerade 15 Schadenspunkte. Ich habe jetzt erstmal so mit 8 oder so gerechnet, aber 15, das ist schon viel, ne? 15 ist schon viel. So, dann haben wir Krachen und Brennen. Fryno wirft das Motorrad am Ende des Sprints und verursacht so eine riesige Explosion, die bei Gegnern in der Nähe Schaden bewirkt. Wer soll das bezahlen? Ja, diese Sätze danach sind, sollen immer so kleine Witze hinterher sein, ne? So, bevor wir zu der Seelenstein-Fähigkeit kommen, kommen wir zu dem Motorrad, was er hier ballern lässt. Oh, oh, jetzt habe ich nie aufgepasst. Wie fühlt sich das jetzt ab? 25? Habe ich richtig gesehen, ne? Ja. Freunde, 25er Schaden lässt das Motorrad dann am Ende. So, jetzt halte ich das einfach mal gedrückt. Irgendwann muss er das Motorrad ja mal fallen lassen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, Freunde, aber ist egal. Zack, ihr seht es, großer Radius der Explosion. 25er Schaden ist jetzt nicht so brutal viel, wenn man überlegt, wenn da so ein Motorrad auf dich angerast kommt und explodiert, ne? Ob das nur 25er Schaden ist, Freunde? Ich weiß das nicht, ne? Ich weiß das nicht. Aber ich weiß, Freunde, dass wir zur Seelensteinfähigkeit kommen, und zwar maximaler Wahnsinn. Drücke schnell Kreis, um Fryno noch erhitzter zu machen. Er wird total wütend. Oh. So, Freunde, sieht folgendermaßen aus. Wir rasten aus jetzt hier. Zack, zack, zack. So. Und zieht jetzt immer noch 55er Schaden ab. Ist aber nicht schlimm. So, wir erhitzen uns komplett hier. Zack, 42er Schaden. Hat sie nochmals um 6 Schadenspunkte erhöht. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, das kühlt sich doch eigentlich ab, oder nicht? Nee? Nicht. Okay, dann nicht. Freunde, das war's gewesen. Ne? Also, das war der heiße Schlitten, der heiße Schuppen. Frynos heißer Schuppen. Also, wir haben jetzt auf das Motorrad geskillt. Mein Fall, wenn ihr mich fragt, was besser ist, würde ich spontan sagen, Brawler. Ja, ich stehe so auf Faustkämpfe, ne, die finde ich geil. Jeder hat natürlich eine andere Meinung. Zum Beispiel bei Hothead fand ich das Motorrad auch nicht so cool. Hat nicht gepasst. Aber das ist natürlich alles aber Geschmackssache. Ihr könnt ja mal dann in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. In dem Sinne, Freunde, bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Besucht mich auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram, whitey-fanpage.de, überall, wo ich bin. Und ja, Freunde, ne? Haut da rein, bis nächste Mal.